Was ist überhaupt eine Berechtigungsanfrage? Wie kann man einen Gegner schonender als mit einer Abmahnung auf einen Verstoß hinweisen? Wann setzt man typischerweise eine Berechtigungsanfrage statt einer Abmahnung ein? Und was kostet eine Berechtigungsanfrage? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner, und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video geht es rund um die Berechtigungsanfrage. Wenn man bei einem Dritten einen Verstoß gegen ein Schutzrecht, zum Beispiel gegen eine Marke, feststellt, dann wird man diesen Dritten in einem ersten Schritt abmahnen oder eine Berechtigungsanfrage verschicken. Warum verklagt man diesen Dritten nicht direkt? Es gibt ein einfaches Verteidigungsmittel bei potenziellen Beklagten oder Verletzern, den sogenannten Klageüberfall geltend machen können. Also wenn man klagt, ohne vorher Bescheid gesagt zu haben, dann können die sagen, huch, hättest du mal was gesagt, natürlich lassen wir das sofort. Und dann muss der Kläger, obwohl er eigentlich in der Sache gewinnt vor Gericht, muss er dann die gesamten Kosten tragen. Das ist natürlich unerwünscht. Deswegen muss man den Gegner, um das Risiko als Kläger zu vermeiden, erstmal den Gegner auf diesen Schutzrechtsverstoß hinweisen. Das macht man in der Regel mit einer Abmahnung. Es kann aber auch sinnvoll sein, eine Berechtigungsanfrage zu verschicken. Was ist denn jetzt eine Berechtigungsanfrage und was ist der Unterschied zur Abmahnung? Mit einer Berechtigungsanfrage weist man den Gegner auf diesen Schutzrechtsverstoß hin und fragt ihn, ob er einem bitte innerhalb einer Frist von zum Beispiel 1 oder 2 Wochen erklärt, warum er sich berechtigt fühlt, in dieses Schutzrecht einzugreifen, zum Beispiel diese Marke zu benutzen. Man darf in dieser Berechtigungsanfrage keine gerichtlichen Schritte androhen und es wird also auch keine vorbereitete Unterlassungserklärung angehängt. Wann setzt man nun eine Berechtigungsanfrage typischerweise ein? Der Nachteil der Berechtigungsanfrage ist, dass man auf den Kosten sitzen bleibt. Also wenn man über uns zum Beispiel eine Berechtigungsanfrage verschicken lassen möchte, dann wird das je nach Aufwand, das ist eben eigentlich ein relativ kurzes Schreiben, irgendwo so vielleicht zwischen 150 und 300 Euro liegen vom Aufwand her. Aber man bleibt eben auf den Kosten sitzen und muss die Kosten selbst tragen. Bei einer Abmahnung, wenn der Gegner sich dieser Abmahnung streckt, muss der Gegner sich eben verpflichten, die Kosten des Anwalts zu übernehmen. Und bei einer Abmahnung liegen die Kosten jedenfalls, wenn es um Marken oder Designs oder Patente geht, typischerweise irgendwo so zwischen 1.500 und 3.000 Euro, würde ich mal sagen. Und das sind nur die Kosten nach RVG, die ich jetzt mal hier ansetze, weil die typischerweise so gehandelt werden. Es kann auch sehr aufwendige Abmahnungen geben, gerade im Patentverletzungsbereich. Da kommt man mit den RVG-Gebühren schlecht hin, dann kann es auch schnell teurer werden. Warum setzt man dann überhaupt die Berechtigungsanfrage ein? Also zum einen kann es sein, dass man von vornherein weiß, dass man das Geld eh nicht wieder sieht von dem Beklagten oder dem Abgemahnten. Oder wenn man einfach den Aufwand der Durchsetzung der Kosten nicht betreiben will. Also wenn der Beklagte oder der Abgemahnte zum Beispiel irgendwo in Rumänien sitzt und man jetzt nicht so viel Vertrauen in die Gerichtsvollzieher in Rumänien hat, dann macht es vielleicht schon deswegen einfach Sinn, eine Berechtigungsanfrage zu verschicken und keine Abmahnung. Oder wenn man weiß, dass der Gegner praktisch insolvent ist oder eben kurz vor der Insolvenz steht und man mit der Abmahnung schon dann das Fass zum Überlaufen bringen könnte, dass der dann tatsächlich Insolvenz anmeldet, dann macht vielleicht eine Berechtigungsanfrage schon aus dem Kostengesichtspunkt her Sinn. Eine Berechtigungsanfrage kann aber auch immer dann auf jeden Fall Sinn machen, wenn man nicht so aggressiv wie mit einer Abmahnung vorgehen will und man sieht, dass der Gegner vielleicht einfach ein bisschen blauäugig gehandelt hat. Also einfach mal die Marke benutzt hat und wenn man einfach sieht, dass er sich vielleicht vorher nicht richtig schlau gemacht hat und die Marke eben nicht gefunden hatte im Register, wenn man eben eigentlich ziemlich sicher weiß, der kannte die Marke vorher nicht, der hat das jetzt unwissend getan. Und wenn man dann eben nicht gleich mit der Abmahnung draufhauen will, dann kann man ihm eben eine Berechtigungsanfrage schicken und dann sagt man ihm eben, also Beispiel, wir vertreten den Herrn Schmitz und der hat die Marke Marimba für Fußbälle und Sie, Herr Müller, vertreiben auf Ihrer Webseite so und so, www.müller.de, Fußbälle unter dem Markennamen Marimba. Warum fühlen Sie sich berechtigt, in die
beigefügten Markenrechte unseres Mandanten einzugreifen. Teilen Sie uns das doch bitte innerhalb von 2 Wochen Frist mit. So, das wäre so ein einfaches Beispiel für eine Berechtigungsanfrage. Dann ist das natürlich, wenn das auf dem Anwaltsbriefkopf da ankommt, wird das ernst genommen. Aber er sieht eben auch, wenn vor allen Dingen, wenn er sich dann beraten lässt, okay, der Gegner ist jetzt nicht so böse, schickt mir keine Abmahnung, ich muss keine Unterlassungserklärung abgeben. Aber ich habe ja die Marke gar nicht gekannt. Ich rufe da mal lieber an und versichere hoch und heilig, dass ich das nie wieder machen werde. Und dann hat sich die Sache nämlich so erledigt und dann kann man mit relativ schmalem Aufwand, ohne viel Aggression, die eigentlich beabsichtigte Lösung, das Ziel erreichen. Eine Berechtigungsanfrage kann auch dann Sinn machen, wenn man sich nicht genau sicher ist, ob man mit seiner Rechtsposition richtig liegt. Wenn man nämlich abmahnt, dann kann es, wenn der Gegner sich sehr sicher fühlt, zu einer Gegenabmahnung oder sogar zu einer negativen Feststellungsklage kommen. Wenn man jetzt nur eine Berechtigungsanfrage verschickt, wo eben keine gerichtlichen Schritte angedroht sind, dann sieht der Gegner sich in der Regel nicht veranlasst, gleich eine Abmahnung zu schicken oder eine negative Feststellungsklage geltend zu machen, sondern tritt erstmal in den Dialog ein. Und wenn dann die Berechtigungsanfrage nichts gebracht haben sollte, kann man immer noch abmahnen oder halt klagen. Also man vertut sich praktisch nichts. Gerade wenn der Gegner einfach unwissend war oder einfach etwas blauäugig gehandelt hat, ist die Berechtigungsanfrage aus meiner Sicht genau das richtige Mittel zur Wahl. Dadurch, dass man da eben wenig aggressiv reingeht, kommt es dann in, ich würde mal sagen, über 50% der Fälle dazu, dass der Gegner dann antwortet, hoch, habe ich ja gar nicht gewusst, natürlich lasse ich das, ich denke mir einen anderen Namen aus. Und dann hat man die Sache eben so erledigt und muss jetzt nicht so aggressiv mit einer Abmahnung reingehen, wo der Gegner dann eben erstmal voll in die Defensive auch geht und vielleicht eben Gegenmaßnahmen trifft. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was eine Berechtigungsanfrage ist. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.